Roca AI, Firmenkonstrukt aus dem Jahr 2020 mit der Aufgabe, die Nord Stream 2 Pipeline fertig zu bauen. Christian Pegel, häufiger Gast im NDR-Fernsehstudio, früher als Energieminister und heute als Innenminister. Das Thema Nord Stream 2 aber bleibt. Ja, das Konstrukt Klimaschutzstiftung sei von ihm entwickelt worden, dazu steht der Minister. Mit dem Entstehen der Firma Roca AI will Pegel aber nichts zu tun gehabt haben. Eine kleine Anfrage der Bündnisgrünen, welche Informationen die Landesregierung zur Gründung der Roca AI GmbH gehabt habe, beantwortet Minister Pegel im März vergangenen Jahres mit keine Informationen. Das ist also praktisch eine Lüge, die da mitgeteilt worden ist. Auch ein NDR-Journalist fragt das Ministerium auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes an, welche Unterlagen es zur Roca-Gründung gab. Die Antwort: keine Dokumente vorhanden. Stimmt nicht, denn dem NDR liegen entsprechende Dokumente vor. In ihnen ist nachzulesen, dass Pegel sogar versucht hat, Einfluss auf den Hafenstandort zu nehmen, von dem aus Roca operieren sollte. Zitat: Die Aktivitäten würden wir eigentlich gern alle in Sassnitz-Mukran poolen. Die Sassnitzer haben sich da derzeit leider ein wenig eigen. Deshalb ist diese Anfrage in Rostock erfolgt. Zitat Ende. Unterzeichnet mit LGPE heißt liebe Grüße Pegel. Die Glaubwürdigkeit der Landesregierung ist hier zum wiederholten Male tief erschüttert und das beschädigt aus meiner Sicht auch ein wenig die Demokratie. Und ich rufe schon Herrn Pegel und die Landesregierung dazu auf, mit dem Parlament und auch mit den Medien vernünftig und nach guten Sitten umzugehen. Das ist zurzeit nicht der Fall. Der Innenminister hat unterdessen auf diese neueste Berichterstattung reagiert per Mail. Er beruft sich auf Erinnerungslücken. Zitat: Die fehlende Erinnerung des Ministers und weiterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsabteilung führte zu fehlerhaften Beantwortungen der damaligen Presseanfrage und des IFG-Antrages sowie der kleinen Anfrage, war aber eben keine vorsätzliche Vorenthaltung von Erkenntnissen. Zitat Ende. Da ist ein sonst so gut informierter Politiker wie Pegel wirklich so vergesslich. Bei mir ist René Domke. Er sitzt für die FDP im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der das Erbe von Nord Stream aufklären soll. Guten Abend. Guten Abend. Ist Herr Pegel so vergesslich oder hat er uns alle angelogen? Also langsam muss man Zweifel haben. Entweder hat er ein Gedächtnis wie ein Sieb. Das passt aber schon nicht dazu, dass vorher E-Mails verschwunden sind, die gelöscht wurden, dass E-Mails woanders in anderen Häusern wieder auftauchen, dass zum Beispiel nie erklärt wurde, dass auch per SMS kommuniziert wurde innerhalb der Landesregierung, diese Unterlagen dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gar nicht zur Verfügung gestellt wurden. Und jetzt kommt noch was Neues, dass man im Grunde die Unwahrheit gesagt hat beziehungsweise nicht vollständig geantwortet hat. Und das ist das, was jetzt wirklich die Spitze des Eisbergs ist, wo wir noch viel mehr hinter vermuten, was an Unterlagen dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss und auch der Öffentlichkeit gar nicht zur Verfügung gestellt wurde. Also wenn ein Minister Ihnen die Wahrheit vorenthält, was wäre dann aus Ihrer Sicht die Konsequenz? Also die Frage ist, gerade ein Innenminister mit solchen Gedächtnislücken, ist der noch tragbar? Und vor allem muss die Frage jetzt geklärt werden, hat er bewusst getäuscht oder sind es tatsächlich Gedächtnislücken? Aber Gedächtnislücken, kollektive Gedächtnislücken einer ganzen Landesregierung, das ist schon außergewöhnlich. Wenn es eine bewusste Täuschung war, Rücktritt? Also das wäre dann auf jeden Fall der Fall, dass wir schauen müssen, ob Pegel dann noch verfassungskonform handeln kann. Und wie gesagt, das Amt eines Innenministers darf auch gar keine Gedächtnislücken zulassen. Die Landesregierung hat ja immer wieder gesagt, sie wolle die ganze Nord Stream-Geschichte jetzt aufklären. Was ist von diesem Aufklärungswillen abseits dieser einen Episode überhaupt noch zu halten? Also wir haben aus allen Ministerien Vollständigkeitserklärungen bekommen, dass alle Unterlagen vollständig dem PUA vorgelegt wurden, dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Das ist ganz offensichtlich ja nicht der Fall, weil jetzt immer Nachlieferungen kommen und wir immer wieder neue Dinge erfahren und ganz offensichtlich auch die Öffentlichkeit erfährt. Und dann müssen wir uns fragen als Parlamentarier, sind wir getäuscht worden, sind wir nicht ausreichend informiert? Jedenfalls sind die Vollständigkeitserklärungen, die uns abgegeben wurden, erst einmal nichts wert. Es heißt immer, Minister Pegel ist der Spiritus Rector hinter all diesen Konstrukten, die rund um Nord Stream geschaffen wurden.
Ist es er allein oder welche Verantwortung trägt womöglich auch die Ministerpräsidentin? Also das lässt sich noch nicht aufklären, weil, wie gesagt, noch nicht alle Unterlagen vollständig ausgewertet werden konnten. Sie liegen ja auch noch gar nicht vollständig vor. Aber wir wissen ja inzwischen auch, dass es Beratungen gab und dass es Beratungsfirmen gab. Wir wissen auch, dass die PR-Maschinerie um Nord Stream mit der Landesregierung kooperiert hat, vor allem auch mit der Stiftung zusammen kooperiert hat. Und wir wollen ja einfach nur sicherstellen, auch mit dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, dass Rechtsstaatlichkeit eingehalten wurde. Ganz egal, wie man zu Nord Stream 2 selbst steht. Hier geht es darum, ist Rechtsstaatlichkeit eingehalten worden und können wir uns darauf verlassen, dass diese Landesregierung sich an Recht und Gesetz gehalten hat und noch hält. René Dumpke, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne.